muss mal rein hier. Ich muss jetzt endlich mal fertig machen. Na Woche. Damit ich hier wieder guten Gewissens sitze und nur Zelda spielen kann und streamen. Variety Streamer, I don't know her. So, was gibt's hier? Brückenbau. Oh Gott, Jojiu Schrein. So, jetzt mach ich mal meine Wasserflasche auf. Was dich so freut. Ja, das freut mich auch, Oli. Flux, wenn du das redeemst, dann stelle ich die Physics von meinem Model auf 100%. Bei dem hier macht das nicht so einen großen Unterschied, aber bei dem Model, was ich dann am Samstag vorstelle, macht das einen sehr nennenswerten Unterschied. Deswegen habe ich es drin. Als ich es getestet habe, habe ich es mal aus Spaß so hochgedreht und das war so überaus witzig, dass ich es dann als Redeem schon mal reingenommen habe. Also ein bisschen Auswirkung hat das auf das Model hier auch. Dass die Haare ein wenig heftiger fliegen. Aber weil das hier nicht so viel Physics hat, ja, lohnt es sich dann eher beim zweiten. So Brückenbau. Soll ich das Ding dann hier... Okay. Ah! Ich löse es dir gerne am Samstag. Das ist ziemlich cursed. Ah. Okay. Runtergefallen, aber wenn ich jetzt das hier einfach daran verbinde, dann kann ich mich ja wieder nach... Ach, da ist sogar eine Leiter. Ich muss gar nicht Aufstieg benutzen. Also ich habe das schon bei der fertigen Variante meines Models ausprobiert. Das ist immer noch sehr cursed. Als die Physics noch nicht richtig waren, war es natürlich nochmal schlimmer. Okay, das ist zu kurz. Muss ich ein anderes Stück nehmen? Das hier vielleicht? Hier. Nix, okay. Das war ja aufregend. Wo will ich denn hin? Aha. Oh, I see. Okay. Also ich muss es da drüber legen, aber weil es natürlich dann nicht reicht an Gewicht, nehme ich den Steinblock, packe den ans Ende und lege dann die Brücke darüber. Voll smart. In der Theorie wäre das voll smart. Okay. Kann irgendwie die Brücke nicht hoch genug heben? Oder... Kann ich den Stein da oben drauf packen? Hallo? Ist du dich bitte, danke.
Du blöder Ficker! Komm her. Hiya. So. Er sollte die Scheiße halten. Mann, ja, da ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Okay, nee, das sind feste Brücken. Also das Einzige, was ich mitnehmen könnte, wäre der Würfel. Wenn ich den nicht so absolut beschissen fallen gelassen hätte. Okay, ich komme aber mit Zeit umdrehen ran. Ah. Oh Gott, was habe ich verpasst? 50-50 gewonnen, Honko. Herzlichen Glückwunsch, Oli. Feuerstern, willkommen, willkommen. Und danke für dein Follow. Okay, nee, warte. Moment mal. Kann ich da durchspringen? Oh, ich kann! Großes Sonanium. Das war ja gerade übelst der Five-Head-Moment von mir. Hab ich ja richtig mein Gehirn mal benutzt. Wo ist eigentlich mein... Ja, hier Bandschreine, der ist böse versiegelt. Wo ist mein Flaschenöffner? Bitch, where? Wie viel habe ich jetzt eigentlich wieder? Eins. Ich habe keine Schreine gemacht, seitdem auch nie. Ich glaube, ich finde halt einfach so selten Schreine. Mist. Die Region ist das eigentlich. Okay, der Schrein für die Region. Der Schrein, sag ich schon. Der Turm für die Region ist da drüben.
Ich habe in der Nähe einen Schrein, der ist aber unterirdisch. Allerdings war ich aber einfach total betriebsblind zu erkennen, dass ich auch einfach durch die Decke wie nach oben steigen kann in die Oberfläche. Ich bin mir irgendwie vollkommen entfallen. Was zum Henker ist da? Ich glaube, dieser Gegner ist Kategorie definitiv nein. Definitiv nein. 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 Definitiv nicht. Ich glaube, da hinten ist der nächste Stall. Da ist ein Kirschbaum. Da ist ein Schrein. Was? Streamer haben Hirn? Ja, ab und zu soll das vorkommen. Ich hab's ab und zu finde ich es mal wieder. Das ist dann in der Leere in meinem Kopf mal an die richtige Stelle gerutscht. Noch ein Schrein. Mit Skill easy machbar? Ja, Kenji. Sehe ich so aus, als hätte ich Skill? Sehe ich so aus? Ich sterbe, weil ich nicht dodgen kann. Ich bin eine Nulpe. Ich bin eine elendige Kacknulpe, Kenji. Mal auf den Magier habe ich, to be honest, ist allerdings auch nicht so Bock. Moderwasser. Ist da was drin? Nein. Halt. Ah! Falsche Fähigkeit. Da ist nichts drin. Faszinierend. Definitiv harmlos. Ja, definitiv nicht großes Senpai. Willkommen, willkommen. Ja, der möchte nur spielen. Der glitzert so, weil er sich freut. Bevor ich zum Turm zurückkehre, würde ich aber noch mit dem Mädel da drüben sprechen wollen, über ihre Tiere. Die Geräuschkulisse in diesem Dschungel ist einfach so gut. Ich sehe nicht, wo ich hinfliege. Das Wasser oder Moras? Das sieht aus wie Wasser. Ja, Alter, warum hast du hier einfach Zeug rumliegen? Ich glaube nicht, dass ich dir das klauen sollte. Kann ich von denen ein Foto machen? Ah, kann ich. Vielleicht doch mal ein Foto von einem Dongo. Die Geräusche von denen. Voll gut. So, jetzt erzähl mir doch mal was über die Dongos. Oh, du hast bestimmt eine lange Reise hinter dir. Das hier ist das Schutzgebiet für Dongos, eine von Prinzessin Zelda neu entdeckte Tierart. Dongos sind etwas ganz Besonderes, da bisher nur 5 entdeckt wurden. Sei also bitte beim Streicheln ganz vorsichtig. Sie mögen zwar wild aussehen, aber in Wirklichkeit sind sie erstaunlich zahm. Da besteht kein Grund zur Sorge. Während der Forschungsarbeiten liefen sie Prinzessin Zelda oft hinterher. Dann kann man sehen, dass es sich um ausgesprochen freundliche Geschöpfe handelt. Ach ja, geht nicht gerade das Gerücht um, dass Prinzessin Zelda auf einem Monster herumreitet? Könnte es nicht sein, dass es sich dabei um eins dieser süßen Tierchen handelt? Kurios, wie sich Gerüchte verselbstständigen, oder? Schließlich handelt es sich hier um alles andere als Monster. Okay, Siminia. Kann man die wirklich streicheln? Ich meine, man kann keine fucking Hunde streicheln in diesem Spiel. Die klingen ein bisschen wie freundlichere Minecraft-Zombies. Es tut mir leid. Ich werde dir dein Zeug nicht klauen, ich bin nett. Alter, das war ja mal ein großer Baum. Mit Tomaten. Okay. Bin ich da? Leg dich einfach wieder hin, es ist alles gut. Wunderschön. Link.
Warum schleichst du denn nicht mehr? Oh. Ja, ja, ja. Oh, Alter, ich mache mit diesem Ding kaum Schaden. Das ist so traurig. Zumindest habe ich es gerade einfach. Ich habe ihn dann in die Ecke gedrückt. ist das hier nicht der Eingang zur Quelle? Naja, fast. Vielleicht war das kein großer Baum, sondern Manuel Neuer? Das kann natürlich auch sein. Nehmen. Bananen. Dieses Meme ist, fühle ich mich alt. RIP. Oh, Oli, ich kenne das Meme auch. Okay. Waffe drin? Na, ist doch gerade... Ich will einfach was Neues da dran machen hier. Passt mal auf. Oh. Das, ja. Das ist ein Stein? Okay. Ich wollte einen Sprungangriff machen. Wartet, wartet, wartet. Ink. Bro, what? Kann man das nicht kaputt machen? Anscheinend nicht. Oder doch? Ich würde mal sagen, nein. So, haben mir die Löcher jetzt eigentlich irgendwas zu sagen? In dem einen Loch war ein Stein drin, den ich nicht kaputt machen kann. Im anderen war eine Waffe drin. Oh. Schau mal, na guck. Ja, Patrick, ich kann dir nichts dafür, dass du an deinem Feiertag irgendwas machen musst. Okay, das ist... Alter, Ning, warum hast du den losgelassen? Ich werde niemals hundertprozentig alle Crocs finden. Das habe ich auch in Breath of the Wild nicht. Ich würde mich eher mal freuen, wenn ich Maronus finde, damit ich meine Taschen erweitern kann. Ich bin jetzt schon fast geneigt, einfach zu googeln, wo er sich aufhält. Mittlerweile 28 Kackhaufen. Ich möchte mit dem mal irgendwas anfangen. Bei mir war in dem Spähposten bei Kupura. Also entweder bin ich blind. Oder... Random. Wer? Ah. Aha! Du kleiner Pisser! Unverschämtheit! Also...
Oh, es hackt. Oh, ich habe dabei noch aus Versehen Fisch erlegt. Dann. Ja, ich würde dich darüber informieren, ob es richtig war. Exhalbogen zerbricht. Ich weiß, was auch gleich zerbricht. Dann leben sie... Wie viele von den Viechern sind die bitte? Oh, fuck. Aber wenigstens hat es den noch mit erwischt. Aber wenigstens kann ich jetzt ein bisschen Octorok-Ballons fahren, wenn mir die Viecher eh auf den Piss gehen. Noch ein bisschen... Alter. Ist das hier... Octorokhausen oder was? Oh, ich habe nur seinen Kopf abgeschossen. Gute Nacht. Weiter geht's in den Abgrund. Na, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall noch den Turm freischalten. Aber ja, wie ich erfahren habe, weil jemand ganz selbstverständlich dachte, dass ich es auch schon hätte, kriegt man ja im Abgrund auch was halbwegs drin. Stall? Der Weg zur Quelle des Mutes? Ey, da bin ich schon dran vorbei, lul. Ja, dann nördlich von hier, oder? Ich weiß nicht, wie die Quelle heißt. Da hinten ist dieses liebevolle Drachenviech. Oh, da unten ist ein Rumi. Das heißt, da ist eine Höhle in der Nähe. Hallo, Rumi. Ah, da hinten. Okay. Hat gerade aber noch jemand ein paar Probleme. Hier habe ich auch. Hilft mir jemand? Nein. Mir hilft auch niemand, wenn ich Probleme habe. Nee. Ah, hab seine Waffe geklaut. Bestimmt 12-10. Ein Knochenbock steht mit 25 Verteidigung. Brauche mehr Slots. Sowas von mehr Slots für alles. Kriege ich wenigstens was zum Dank, dass ich dich gerettet habe. Der andere Olle war dann so... Mir dreht sich alles. Mimimi. Ja. Hä? Bist du auch auf der Reise? Ich. Manche nennen mich einen Wandervogel, der dem Wind folgt und nirgends sein Nest baut. Oder sticht Fulei. Doch im Moment reise ich um die Welt auf der legendären Suche nach dem Schatz des legendären Räuberkönigs Ramda. Hier bin ich nun, weil ich ein Gerücht gehofft habe, dass ein Teil davon in einer Höhle in dieser Gegend versteckt sei. Und leider kann ich besagte Höhle nicht entdecken. War der weite Weg umsonst? Ich habe die Höhle gesehen. Ah, Fledermäuse, einladend. Also ich weiß auf jeden Fall, wer der Queststarter für das Ramda-Ding ist.
Kühlen. Anzünden. Nee. Nicht die greifen, auch nicht. Ich komme jetzt aber auch nicht weiter, weil ich... Also, warum springst du direkt dann raus, wenn ich gerade meinen Pfeil zücke? Gute Nacht. Mal sagen, ich muss eine Platte mitnehmen. Oder auch zwei. Oh Gott. Sollte die gerade drehen? Kann ich die Liane hinten nicht zerschlagen? Alter. Rip. Dann ist schon der nächste. Hier, ich nehme die Waffe aus dem Weg. Oh ne, meine Königshände zerbricht gleich. Alternativ kann ich die Liane einfach abbrennen. Ich muss es dann frühzeitig machen, damit ich nicht mein Floß verbrenne. Wie viele von den Viechern sind die denn? Weiß es nicht, aber es könnte hilfreich sein. Wo bringen, wo werde ich hingebracht? Alle Leute nicht getroffen. Okay, ich muss näher dran sein. Ich werde das erstmal so ein bisschen hier ignorieren.
Ja, natürlich bleibt der, streibt der Staub, Baumstumpf jetzt noch auf die paar Lianen zu, ist klar. Och nee. Acht. Die Dinge sind ein bisschen arg ekelhaft. Oh. Ein Sashin Kurzschwert. Oh, meine weil du, ey. Jeden Fall das Viech. Oder Leute nicht getroffen habe. Aber wenigstens habe ich mir haufenweise Holz gemacht. Gott. Komm her, Edelsteinchen. Sind das Majoi-Signum? Ich weiß immer noch nicht, wofür die gut sind. Rodonit. Dann habe ich aber wo tatsächlich jetzt schon mal einen Teil von Ram das Schatz gefunden. Oh. Sehr Progress. Isolierhelm! Das ist sehr gut für die Gegend hier. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Ja, dann würde ich mal sagen, raus hier! Frag mich, wo ich rauskomme. Okay, das ist ein langer Aufstieg. Neben dem Chili-Strauch. Dem Feuerblumenstrauch. Same. Das war ein bisschen langwierig, aber es hat doch Spaß gemacht. So ein Fluss runter